Wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinschaut. Willkommen beim kotzenden Eisbären. Und heute zeige ich euch mal ein bis zwei Rennen auf dem Tsukuba Circuit. Eine Strecke, die es noch gar nicht so lange gibt in GT Sport. Und mit einem Fahrzeug, das ich persönlich sehr cool finde, aber schon lange nicht mehr gefahren bin. Und zwar dem Volkswagen Beetle Gruppe 3. Ein Fahrzeug, das so in der Realität nicht existiert, aber existieren sollte. Eine coole Knutschkugel. Und 3-4 Qualifying-Runden konnte ich drehen und mit meiner erbärmlichen 55-3-1-2 bin ich tatsächlich nur auf den vorletzten Platz gekommen. Dabei hat es sich gar nicht so schlecht angefühlt, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man von hinten startet, ist dann eben auch noch Luft nach oben. Das Warm-up ist beendet. Und wir schauen einfach mal, was wir heute rauskitzeln können. Das Rennen startet und wir sind dabei. Finale. Ja gut, ich freue mich zwar, dass wir heute mal wieder ein bisschen GT-Sport fahren, aber bin dann doch ein bisschen enttäuscht, dass ich hier echt von 15. Platz aus starte. Okay, zugegebenermaßen, es ist eine Gruppe 3 Runde auf einer ja, relativ kleinen, engen Straße. Eigentlich nicht Gruppe 3 tauglich, wie ich finde, eher so eine Gruppe 4 Strecke. Aber trotzdem, ich habe den Beetle so gut in Erinnerung. Jetzt starte ich hier vom vorletzten Platz. Gut, von hier hinten können wir dann zumindest nicht allzu viel kaputt machen. Nur einer ist hinter uns und das ist der liebe McLaren Man aus Großbritannien. Gut. Das Schöne ist ja, wenn man von hinten startet, hat man einen schönen Blick aufs Feld. Und den einen oder anderen wird es auch erwischen, also. Lasst uns das Beste rausholen. So, kurze Startschwierigkeiten. Geht super los. Das ist der Grund, warum ich Vorletzter bin. Schauen wir mal. Es gibt natürlich tatsächlich auf dieser krassen Strecke relativ wenige Möglichkeiten zu überholen. Deswegen müssen wir eigentlich wirklich hier von den Fehlern der anderen profitieren, weil ansonsten gibt es hier eine Menge Blechschaden. Auch schon einiges los. Und ich würde mir ungern meine Sportsgeistwertung hier versauen. Und der erste Ferrari ist Geschichte. Alter Falter, da haben wir jetzt aber Schwein gehabt. Es lebe die Ghosting-Funktion. Und zack, sind wir auf Platz 11. So schnell kann es gehen. Einiges los hier. Das ist, glaube ich, einfach der Teil der Strecke, wo ich hier noch unglaublich langsam bin. Das ist wahrscheinlich auch wirklich der Teil, wo ich im Qualifying hier die Zeit verloren habe. Quasi die letzte Kurve vor der Start-Zielgeraden. Aber es gibt hier ein paar Ladies and Gentlemen, die wirklich Herausforderungen haben. Und unser tapferer Beetle schleicht sich hier durch die Corvettes und Porsches dieser Welt durch. Da vorne sehe ich auch gerade ein Beetle, auch mal ganz sympathisch. Sieht man leider relativ selten in Gruppe 3 Rennen. Aber wie gesagt, ist eigentlich eine richtig coole Kiste. Nicht nur optisch, sondern verzeiht einem auch einige Fahrfehler. Und ich habe mir gerade gedacht, gerade auf so einer kleinen, wendigen Strecke müsste die Knutschkugel unter dem Himmel doch eigentlich die richtige Wahl sein. Und immerhin sind wir auf Platz Nummer 10. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, im Rennen selber herrschen dann eben doch nochmal andere Gesetze als im Qualifying, wenn man alleine hier auf dem Track unterwegs ist. Das läuft hier tatsächlich ganz gut. Okay, die haben wir nicht ganz sauber genommen, aber das macht auch nichts. Ja, die nehme ich gerade ein bisschen zu weit. Ein bisschen untersteuert, das ist natürlich nicht der Optimalfall. Und hinten wird gedrängelt. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen mehr die Curbs mitzunehmen. Weil hier scheine ich wirklich Zeit zu verlieren. Wenn wir jetzt einfach entspannt bleiben und schön sauber die Runden runterschrauben, müsste das hier eigentlich auch ganz gut funktionieren.
nicht zu weit außen bleiben, schön raus beschleunigen und alles wird gut. Hier die Rausbeschleunigung ist immer das, da muss man einfach sehr sauber gerade mit den Reifen stehen, sonst wird das nichts. Zumindest nach hinten haben wir erst etwas Luft. Und im Moment können wir eigentlich ganz gut mit dem Mittelfeld mithalten. Ja, und das saubere Fahren der Kurven ist einfach nach wie vor das A und O. Alles andere nützt nichts. Außer unseren Gegnern. Hier komme ich mit der Knutschkugel noch deutlich schneller durch. Ja, alles klar. Zu viel Risiko eingegangen, zu früh beschleunigt, zu weit außen gewesen. Aber die Luft nach hinten hilft uns im Moment noch. Ja, das war gar nicht so schlecht. Vielleicht ein bisschen weiter außen anfahren, die Kurve. Komme ich da auch schneller raus. Na gut, aber die Jungs und Mädels da vorne fahren wirklich deutlich saubere Runden als ich. Sind da echt flott unterwegs. Und wie gesagt, die Strecke profitiert eigentlich gar nicht von diesen unglaublichen Leistungsmonstern, weil einfach die Strecke so eng ist mit so vielen Kurven. Da kommt es aber wirklich unglaublich stark auf das saubere Durchfahren der Kurven an. Und das scheinen die Jungs da vorne ein bisschen besser zu können als ich. Na gut. Und ab und zu erwischt es dann doch mal wieder ein. Ich freue mich. Platz Nummer 8. Zum Glück gibt es ja Reifenverschleiß. Denn die Strecke geht unglaublich aufs Gummi. Und hier das Beschleunigen. Auf den Curbs bringt einen immer in eine leichte Ausrutschgefahr, deswegen da vorsichtig sein. Hier, da bin ich viel zu weit außen. Viel zu weit außen, da muss ich sauberer durchkommen, damit ich auch mit möglichst hoher Geschwindigkeit aus der 90-Grad-Kurve rauskomme. Gut, und zwei Runden haben wir noch vor uns. Nach hinten sieht es ganz gut aus. Im Moment kommen wir hier einigermaßen sauber durch. Da steht der Nächste. Kurz erschrocken, aber es war nur der Geist. Und der eine oder andere Kamerad ist dann auch noch mit einer Penalty unterwegs, also auch das könnte uns eventuell helfen. Und Kamerad Twan aus den Niederlanden, ein bisschen unruhig unterwegs hier. Boah, den wollte ich jetzt unbedingt cashen, ist mir auch gelungen, hat mir nur nichts gebracht. Das war Risiko. Viel zu spät gebremst. Glück, dass ich jetzt noch da bin, wo ich bin. Platz Nummer 7. Und die letzte Runde. Von 15 auf 7, das wäre doch was. Hier mal schön rein, genau, und hier, wo die Curbs breiter werden, raus beschleunigen, ja, aber da stehen die Reifen dann einfach noch zu quer, ich komme dann nicht mit genug Geschwindigkeit raus.
Aber es reicht. Es reicht nichtsdestotrotz. Na gut, alles klar. Nicht ganz sauber, aber auch nicht schlimm. Und jetzt gucken wir mal. Ja, sehr schön. Aufgrund der Zeitstrafe von Twant Brisant aus den Niederlanden hat es mich dann tatsächlich noch auf Platz Nummer 6 vorkatapultiert. Also das ist doch mal cool. Von Platz 15 auf Platz Nummer 6. Ich glaube, es gibt schlimmere Schicksale. Und da das Ganze jetzt hier nur roundabout 10 Minuten gedauert hat, drehe ich jetzt nochmal die ein oder andere Runde im Qualifying. Schau mal, ob ich noch zeittechnisch ein bisschen was draufsetzen kann. Und dann schauen wir uns in diesem Video auf jeden Fall auch noch ein zweites Rennen an. Ihr seht hier den Schnitt und dann geht's weiter. Und es hat mit einer 54.917 dann zumindest im zweiten Rennen für Startposition 11 gereicht. Ich habe mich ja um ein paar Hundertstel bzw. ein paar Tausendstel verbessert, 55 irgendwas. Ja, nicht ganz um eine Sekunde, der erste trotzdem noch über eine Sekunde schneller als wir. Aber ich merke schon, dass ich die Strecke nicht ganz sauber fahre. Vielleicht ist der Beetle doch nicht das optimale Fahrzeug, vielleicht ist auch einfach der Fahrer hinter dem Steuer nicht der optimale Fahrer. Wir vermuten, es ist Letzteres und gönnen unserer 300 PS Kugel heute noch ein zweites Rennen auf dem Tsukuba Circuit. Ach, schau mal, wer da auf dem ersten Platz ist. Ein Citroën Gran Turismo. Faszinierend. Eines der Concept-Cars hier in der GT3-Liga und eines der hässlichsten Fahrzeuge im Fuhrpark. Aber Geschmäcker sind unterschiedlich. Gut. Das ist er. Unser Rennflitzer. Aber hübsch aussehen nützt nichts. Schnelle Zeit müssen wir hinlegen. Das ist schon eine geile Kiste, ne? Passt zwar mit dem Spoiler hinten drauf in keine Garage. Aber geht schon. Kann man schon machen. So, aber gerade hier von rechts in Kamikaze kommen. Ja, Junge, du musst natürlich noch ein bisschen Gas geben, sonst kommen wir hier gar nicht mehr weg. Ja, danke fürs Anschubsen. Ich hätte es auch allein um die Kurve geschafft, keine Sorge. Eine Gelegenheit, schön sauber zu überholen. Achtung, er ist noch links neben mir. Er ist da auch. Schön Abstand lassen. Wir lassen uns gegenseitig am Leben. Ja, der ist einfach schneller, ne? Da habe ich halt einfach gegen den AMG Mercedes mit meinem Beetle einfach keine Chance. Lieber Darth Punk, tut mir leid, ich bin gerade auf dich draufgeschoben worden. Kamerad Schmalfuß da hinten hat sehr eilig. Aber die Sportsgeist-Wertung ist gnädig. Und Stoner aus Großbritannien mit seinem älteren GT3-Modell fühlt sich dann hier anscheinend doch ein bisschen schwerer. Aber es ist halt einfach, wie ich im ersten Rennen schon gesagt habe, das war knapp. Eine Strecke, auf der es sich halt einfach unglaublich schwer überholen lässt. Aber nicht der einzige mit Problemen. Da rutscht immer mal wieder einer von links nach rechts. Zum Glück funktionieren unsere Bremsen. Jetzt beim ersten Gang rausbringt, aber jetzt auch nicht so viel. Naja, wie gesagt, gegen diese Rennmaschinen habe ich dann eben doch nicht allzu viel auszurichten. Aber ich halte mich ganz wacker gegen die beiden Sterne. Naja, es sind schon noch einige Runden, die wir uns vor uns haben. Da kann auch viel passieren. Erstmal entspannt und konzentriert bleiben. Einfach gucken, dass wir hier so sauber wie möglich durchkommen. Und das war genau das Gegenteil von sauber, das war sehr unruhig. Ich komme hier einfach nicht weg. Die Reifen drehen immer durch. Es kann auch sein, dass ich ein Tick zu stark jedes Mal auf dem Gas bin. Thank you.
doch ein schönes Überholmanöver für einen VW Beetle, hä? So, sehr weit rausgekommen, aber zum Glück haben die Kameraden hinter mir auch Probleme. Von dem her alles im guten Bereich. Oh, der Mann im Peugeot, der die Pole Position gefahren hat, obwohl es könnte auch ein anderer sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist auf jeden Fall sehr, sehr unruhig gerade unterwegs. So, wir lassen uns jetzt hier mal gegenseitig am Leben. Ne? Er ist genau neben mir, sehe ich unten rechts im Radar. Das sind aber hier Traumüberholmanöver, die ich hier heute hinlege. Aber hier jetzt ein bisschen unsauber gefahren. So leichte Berührungen gehen da noch einigermaßen, das verzeiht uns das Spiel. Jawohl, ein Schubser von hinten. Naja, wie gesagt, sehr eng die Kiste hier. Wir profitieren hauptsächlich von den Fehlern der anderen und die von unseren. Ja, und der Kamerad da vorne. T aus Großbritannien. Der freudig mit einer Strafe vor sich hin blinkt, hat er echt ein paar Unruheprobleme. Sehr wahrscheinlich Gamepad-Fahrer. Aber nichtsdestotrotz relativ wackelig unterwegs da. Ups, 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 das war knapp. Nicht zu viel riskieren. Wir sind immerhin von Platz 11 auf Platz 9. Jetzt würde ich mir noch ein paar größere Patzer meiner Kollegen da vorne würden mich noch freuen, ja. Ich freue mich über das leichte andere, in dem Fall ja. Aber die scheinen doch alle da vorne ein recht sauberes Rennen zu legen. Und ist es einfach zu stark da vorne. Da kann ich selbst vom Windschatten nicht profitieren. Aber nach hinten haben wir eine Menge Luft und das beruhigt. Ja, jeden Rennfahrer, egal ob real oder virtuell, beruhigt, dass man nach hinten eine Menge Luft hat. In manchen Kurven scheint man wieder dann auch eine kleine Stärke hier zu haben. Wie gesagt, das sind die Gelegenheiten. Da bin ich dann einen Tick schneller, aber komme halt einfach nicht vorbei. Bleib bitte ein Geist, mein Freund. Das war halt echt eine knappe Geschichte. Oh, da habe ich nicht erwischt. Sehr gut. Schwein gehabt. Und jetzt entspannt bleiben. 200 Runden haben wir noch. Ja, das sieht doch ganz vernünftig aus. Platz Nummer 8, aber wie gesagt, zwei Runden müssen wir jetzt noch überleben. Oh, Darth Bonk, was war das denn? Ein Geschenk, vielen Dank. Okay, Racer aus Finnland könnte uns noch ein bisschen gefährlich werden. Ansonsten sieht das ganz vernünftig aus, was ich hier hinzaubere. Von Platz 11 auf Platz 7 könnte immer schlechter laufen. Ah, das war schlecht. Na gut, das wird auf jeden Fall ein Kampf bis zum letzten Zentimeter, denn auf der Geraden ist der Porsche dann auf jeden Fall schneller als wir, wenn er sauber fährt.
gut. Das sieht doch sehr gut aus. Wie viel Luft haben wir? Genügend. Coole Sache. Na, siehst du mal. Das freut mich. Das ist dann in beiden Rennen. Alter. Dann doch deutlich besser gelaufen als gedacht. Und jetzt habe ich eigentlich schon noch gehofft, dass ich noch einen Platz nach vorne rücke, wenn T hier eine Zeitstrafe hatte. Aber die hatte tatsächlich anscheinend auf der Zielgeraden noch abgebaut. Deswegen bin ich ihm auch gerade reingerauscht. Ich finde das so zum Kotzen, wenn die Leute, um ihre Strafe abzubauen, auf der Zielgeraden dann wirklich dermaßen abbremsen. Aber gut, ist egal. Es hat uns keine Strafe gekostet. Wir haben einen relativ guten 7. Platz hingelegt. Und schön. Das hat Spaß gemacht. Das war cool. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, seid so nett. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich wie immer auch über eure Kommentare unter dem Weg. Belassen wir es bei den Kommentaren unter dem Video. Alles ist gut. Also, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Euer kotzender Eisbär.